Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Advance Wars. Oh yeah. Ja, wir sind im Zug mit Max. Und werden versuchen, den da mal eben Platz zu machen, was relativ gut klappt, wie wir gerade sehen. Und zwar tun wir das Ganze, weil wir mit Max jetzt übertrieben den da runterholen wollen. Weil der uns nervt. Natürlich verlieren wir dadurch unsere Flak-Einheit, aber das war's wert. So, damit, da schützen wir uns noch ein wenig. Indem wir ein bisschen Schussfang aufstellen. Wir könnten Jäger bauen, bringt uns nicht viel. Ich dachte, da kämen wir durch. Das war irgendwie eine Fehlkalkulation, die mich jetzt ein wenig ärgert. Hier können wir eh nicht viel anderes machen. Wir greifen also den Kampfpanzer an. Dürfte doch bald auch keine Munition mehr haben, oder? Ach, das habe ich gewusst. Zwei noch. Hier ist sieben. Noch sechs. Ach, schade, schade, schade. Machen wir denn da am schlechtesten hin? Haben wir die Flak-Einheit kaputt, würde ich sagen, oder? Ja, komm schon. Zack, weg damit. Weiterer Kampfpanzer, würde ich sagen. So, du gehst da lang weiter. Du auch? So, Jägerschen. Das war natürlich klar, dass du das machen würdest. Wie viel Geld haben wir? 10.000. Tut mir ja leid, gell? Aber ich brauche das Geld. Und, nee, ich brauche das Geld nicht. Ich will das Geld ausgeben. So. Warum war das richtig? Ich wusste, da war irgendwie ein Fehler. Da holen wir uns auch noch ein bisschen Geld ab. Extra Moneten. Extrasus Monetos. Wir beenden das jetzt hier einfach. Das ist ja ein Trauerspiel. Peng. Der hing ja nur noch am seidenen Faden. Das ist ja gemein, ist das. Wie weit reicht der? Bis dahin. Na, dann parken wir dich einfach mal da. Du bleibst einfach erstmal da zum Ganzwerden. Und dann los, Sturm. Du kannst wieder deine Gabe einsetzen, das war mir klar. Ich weiß auch schon, wo sie hingeht. Tatsache. Nein, okay, ich weiß nicht, wo sie hingeht. Ich habe nichts gesagt, Leute. Nichts. Nichts von alledem habe ich jemals gesagt. Was soll man dazu noch sagen? Also ich finde, die Gabe von Co. ist, von Co. Sturm ist, ja. Gerade wo sie sich hier vergleichsweise normal oder sogar vergleichsweise schnell auflädt. Gut, ich meine, er hat drei Gegner, dadurch ist es klar, dass sich die Gabe schneller auflädt, aber trotzdem, es ist schon ein bisschen gemein, wenn man vergleicht, wie lange wir brauchen, um unsere Gabe aufzufüllen, wie schnell er dann einfach wieder seine Gabe einsetzen kann. Natürlich, natürlich. Und natürlich kommen wir da auch nicht ran.
zwar kein bisschen. So. Natürlich war das übrigens auch unser Jäger. Dann kann ich nachher auch seinen Jäger einfach zerstören. Bam. Einfach draufhauen. Jetzt, wo er so ein bisschen ungeschützt ist. Viel kann man nicht machen, aber das ist immerhin. Na, du hättest da eh nicht angekommen. Genau. Einfach da hochlaufen. Stur lächeln und winken, Männer. Du ballerst einfach aus allen Rohren, auch wenn du keine Chance hast und zerstört wirst. Schieß einfach drauf. Mach's wie ich, einfach drauf schießen. So ein bisschen Verzweiflungsgegner ist es, aber. Hat einen ansprechenden Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, das kann man. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Jagdpanzer bauen. Infanterieeinheit sicherheitshalber bauen. Weil man weiß ja nie, wann man eine Infanterieeinheit braucht. Da ist schon wieder das nächste Problem. Ein Heli. Was machen wir gegen ein Heli? 19 Schaden. Und damit gegen den Heli 16 Schaden. Dann können wir auch den an die Front stellen, weil er wird sowieso mit dem anderen noch angreifen. Den Kampfpanzer, wie ich mir denken kann. So. Man kann halt ja auch nicht fliegend einmarschieren einfach, weil, ja, ne? Flugabwehr und so. Moorflak. Moorflak. Und Fußeinheit. Einfach so, weil... Sieben Schaden, wenn, genau, dann hilft es wenigstens, dass er das Gebäude immer noch nicht einnehmen kann. So, Mann, ich weiß doch auch nicht, was ich hier besser tun soll. Mensch, ich habe doch keine Ahnung, was das soll. Mensch. Wir machen ein Ende. So, da ich mit dem eh nicht viel anderes machen kann, wie viel Schaden würde ich denn machen? 19. Stirb einfach, Jäger. Stirb einfach. Was denn? Das war eigentlich eine gute Idee. Schade ist auch, dass ich nicht aussuchen kann, in welcher Reihenfolge ich die jede Runde spielen möchte. Würde auch einiges einfacher machen. Weil ich einfach sagen könnte, okay, jetzt brauche ich erstmal Tammy, um den Weg zu rennen. Flack. Ich überlege nur gerade. Ja, bam. Das waren die, ne? Ja.
Wenn ich gerade nichts sage, dann liegt das ein wenig daran, dass ich nicht weiß, was ich sagen soll und ich gerade überlege, wie man am schlausten da jetzt noch was rausbekommt. Ende. Eigentlich hätte ich ihn wie Verwundeten lassen sollen. Vom Jäger, weil das ihn dann kostet immer. Ja, die reparieren lässt allerdings. Ja. Wo ist er? Danke. Vielen Dank für die Blumen. Ich fange gleich an zu weinen. Also, richtig, richtig an zu weinen, weil er so böse ist zu mir. Nee, Spaß beiseite. Wie machen wir das am schlausten? Das machen wir am besten so, dass wir erstmal mit dir, so komisch das auch klingt. Und zurückziehen. Zack. Mit dir greifen wir den an. So, sehr schön. So, wie sieht's mit Flak und oder mit der Launchern aus? Nicht gut. Okay, dann K-Helis. So. Jagdpanzer lassen wir warten. Das heißt, wir müssen nachher mit dem hier unten noch irgendwie was dicht machen. Wie schaffen wir denn das? Gar nicht. Na, das ist blöd. So, da machen wir wahrscheinlich am meisten Schaden, wenn wir so rangehen. Und dann gucken wir mal weiter. Ich habe noch 3000, das heißt, eine Mecheinheit könnten wir mal gebrauchen. Ja, es gibt halt auch noch keine Packs, ne? So. Badam bam ba ba. Hier haben wir noch einen Panzer übrig. Den könnten wir irgendwo hinstellen. Egal, wir hauen da jetzt einfach drauf. Er greift zwar sowieso den Raketenwerfer an, wenn ich nicht ganz doll irre, aber naja. So. Tammy. Ich möchte, dass du mit deiner Flak da lang fährst und mit deiner Missile da lang. Ein Heli und okay.
Es ist sehr schön, dass du das Gebäude für uns eingenommen hast, denn Geld kann man immer gebrauchen. Geld liegt bekanntlicherweise nicht auf der Straße. 54 oder 7, wir nehmen die 54. Zack. Denn er hat nur diesen einen Raketenwerfer und der ist relativ nervig. Wenn wir den irgendwie zurückdrängen könnten wenigstens, und um hier oben das Gebiet wenigstens etwas zu übernehmen, dann hätte ich da ja nichts dagegen. So. Gucken wir mal, Sturm. Hat ein Drittel seiner Leiste voll. Okay. Sein Raketenwerfer ist weg, das ist sehr schön. Mein Kampfpanzer ist weg, das ist nicht so schön. Allerdings habe ich eine Flak, mit dem sein Bomber nächste Runde weg ist. Heli gegen Heli, Luftkampf. Schlecht. 7 gegen 6, wenn alles klappt, gut. Das war auch klar. Wie Andy guckt. Hört mir jetzt erst auf. Sein Zwinkern wird so irgendwie voll. Naja, bescheuert will ich nicht sagen, aber schon irgendwie. Er greift mit dem gar nicht an. Weil er ihn heilt, okay. Und Andy kann nicht seine Gabe einsetzen. Natürlich nicht. So. Drrr, niedermähen. Wie so eine Sense. Er traut sich, seinen Kampfpanzer nicht zu nehmen, weil er in der Reparatur steht. Das ist so ein typisches Bot-Muster, dass er mit dem dann nicht angreift. Das war mir jetzt gerade sehr wert. Mehr als das. Achso, du kannst in der nächsten Runde da angreifen. Das heißt, relativ ungefährlich, würde ich sagen. Für uns. Genau. Zwar auch nur einen weggezogen, aber das ist nicht so schlimm. Wir bauen einen Jagdpanzer da und eine Mech-Einheit. Kennt man ja mittlerweile schon, die netten Freunde von der Mech. Die drei von der Mech-Stelle oder so. Badam, 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 badam. Also ich möchte das eigentlich heute noch beendet haben. Schauen wir mal, was Max machen kann. Ich würde sagen, der Bomber ist nerviger. Macht ein bisschen mehr Schaden als der Heli. Und deswegen nehmen wir uns erstmal den vor. Da bekommen wir nochmal Unterstützung. Da hauen wir einfach drauf, obwohl es totaler Schwachsinn ist. Einfach um hier nochmal ein bisschen was abgezogen zu haben, um dort länger zu fesseln sozusagen. Den schicken wir einfach da nach oben. Und dann haben wir einen Jagdpanzer. Nächste Runde vielleicht mal einen Bomber. Ein Bomber von Max würde auch schon etwas aufräumen. So, Timing machen wir noch. Also wir haben gesehen, dass das da sehr im Bereich des Möglichen liegt. Deswegen werden wir das auch machen. Tschüss. Helikopter. So, was machen wir jetzt mit dem?
gehen einfach da rein und greifen dich an. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Nächste Runde kann Sturm wieder seine Gabe einsetzen. Dessen bin ich mir ziemlich sicher. Deshalb ich wenigstens bei Tammy jetzt versuchen werde, meine Truppen etwas auseinanderzustellen. Und bei den anderen ist das nicht so gut gelungen. Da wird es wahrscheinlich hier landen, denke ich, weil... Oder da, bei den beiden. So. Jetzt bin ich doch mal einigermaßen gespannt, wo das landet. Mech und TTP und Mech. Ich kann kein T-Heli mehr bauen. Schade eigentlich. Ich wollte noch gucken, wie viel Schaden das macht. 17, nehmen wir mit. Genau. Oder 19. Dann nehmen wir die 19. So. Haben wir noch was? Ja, wir haben noch den da, aber... Haben wir uns geeinigt, den lassen wir erstmal da stehen. Ach, nein. Ja, doch, der hat plus 2. Frage ist nur, steht da in dem drin? Das ist das Schlimmere. So, ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Wir haben jetzt gerade nichts mehr zu tun. Bis dahin und tschüss.